Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin zum allerersten Mal in Österreich. Bei meinem Projekt geht es genau um das Thema, was kann man kaufen? Was muss man kaufen, um sich glücklich zu machen? Und gibt es vielleicht Dinge, die man nicht kaufen kann? Ich habe vor anderthalb Jahren das Projekt Hartz-IV-Möbel erfunden. Das begann sehr unspektakulär. Bei mir zu Hause gibt es eine Türklinke, die locker sitzt. Und ich möchte nächstes Jahr heiraten. Ich habe mich verliebt und ich wohne mit dieser Frau zusammen und sie bat mich darum, diese Türklinke zu reparieren und ich mit meinen zwei linken Händen habe da so probiert und gemacht und es ist mir nicht gelungen und wenn ich ehrlich bin, ich hasse das. Ich hasse es, Dinge zu reparieren. Die Regale bei uns sind zu Hause auch schief und so weiter. Ich weiß, ich bin Architekt, ich arbeite als Architekt, aber ich hasse es, mit einem Bohrer umzugehen, mit einem Zollstab. Ich meine, vielleicht geht es Ihnen so ähnlich wie mir. Vielleicht gibt es Leute, die das auch nicht mögen, zu bauen. Ich mag das nicht. Und bin dann mit der Türklinke zum Schmied gegangen um die Ecke und habe ihn gefragt, so, hey, kannst du das reparieren? Und er meinte, ja, na klar kann ich das reparieren. Ich bin ja Schmied. Aber ganz ehrlich, Lee, du bist ein Mann. Und ein Mann muss sowas selber können. Und dann dachte ich mir, so, toll, danke. Ja, ich will ja ein guter Ehemann sein. Ja, und dann dachte ich mir, gut, habe ich heimlich einen Kurs gebucht an der Volkshochschule Tischlern für Anfänger. Das ist der Beginn und die Geburtsstunde der Hartz-IV-Möbel. Ich habe im Baumarkt ein Brett gekauft, das kostet 24 Euro. In 24 Stunden ist dieser Sessel entstanden. 24 Euro Material und deswegen nenne ich diesen Sessel den 24 Euro Chair. Und habe sofort natürlich so stolz, wie ich war, Fotos geschossen, habe das ins Internet gesetzt und habe allen meinen Freunden erzählt. Und dann ging es los, dass zuerst eine Bekannte von mir auch diesen Bauplan haben wollten. Den habe ich denen einfach geschickt. Aber mich hat natürlich dann auch interessiert, ne, warum willst du den eigentlich bauen? Du könntest doch einfach zu Ikea gehen. Da gibt es auch Sessel für 20 Euro, 30 Euro und noch weniger. Du kannst zum Flohmarkt gehen. Da gibt es sogar richtig schöne Vintage-Möbel für sogar noch weniger Geld. Also warum willst du das eigentlich selber bauen? Was ist deine Geschichte? Ne? Meine Geschichte ist die, dass ich halt ein guter Ehemann sein will. Ja, und die paar Fingerfertigkeiten, die ich noch brauche, dass ich die weghobel sozusagen. Was ist deine Geschichte? Und ich beobachte, ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie, aus armen Verhältnissen. Und wenn ich mich daran erinnere, was unsere Erinnerungen damals waren, unsere Wünsche damals, als wir klein waren, das hatte viel mit Möbeln auch zu tun. Ja klar auch, weil Möbel, das ist das erste Ding, mit dem wir konfrontiert sind, wenn wir die Augen aufmachen. Wir liegen dann in einem Bett, ne, auf einer Matratze, in einem Möbel. Möbel kommt doch von mobil, so wie die Immobilie von immobil kommt. Deswegen kann man Immobilien ja nicht so ohne weiteres bewegen. Also eigentlich müssten auch Möbel mobil bleiben. Ich würde Ihnen gerne mal ein Möbel vorstellen, welches ich nach dem 24-Euro-Sessel entworfen habe. Es ist das mobilste Möbel, das ich entworfen habe. Sie können den mit 10 Euro bereits sich erwerben an Material, an Holz. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich jetzt einfach ein bisschen baue, während ich erzähle. Ich habe hier mal diese vier Bretter dabei. Alles, was Sie brauchen, ist also ein Brett vom Baumarkt. Den lassen Sie sich zuschneiden nach dem Bauplan in vier Teile. Das sind diese vier Stück. Dann brauchen Sie noch einen Akkubohrer und 10 Schrauben. Und wenn Sie schnell sind, schaffen Sie diesen Hocker in 10 Minuten. Das ist der Berliner Hocker. Und ich weiß nicht, kennen Sie den Ulmer Hocker? Ja, Max Bill und auch Le Corbusier, die haben alle, also ganz, ganz viele große Architekten haben sich schon ausgebissen an Hockern. Und auch das ist so eine Art Best-of der Hocker, die ich gut finde. Ja, jetzt stehe ich drüber, wenn Sie lachen. Bei meinem Volkshochschulkurs, da wäre ich jetzt zusammengesagt und hätte geweint. Kann man umdrehen. Ja, und dieser Hocker, den hat Max Bill entworfen für seine Studenten. Die konnten nämlich den so hochkant stellen und als Tisch benutzen oder als, ja, einfach als Sitzhocker. Mich fasziniert es, wenn Dinge irgendwie die Fantasie anregen. Und so bin ich dann auf dieses Möbel gekommen. Der ist inspiriert von Max Bill und von Le Corbusier. Und den kann man auch auf verschiedene Art und Weise drehen und wenden. Und ich zeige Ihnen das gleich. Wir haben es ja gleich geschafft.
Ich habe in der Zwischenzeit nach dem Berliner Hocker auch noch andere Möbel entworfen, zum Beispiel den Kreuzberg 36 Chair. Das ist ein Stuhl, den ich für ein Kreuzberger Theater entworfen habe, für das Hautheater. Und der braucht 36 Arbeitsschritte, kostet 36 Euro. Und ist inspiriert von den Küchenstühlen, die man so kennt, also vom Frankfurter Küchenstuhl. Schauen Sie mal hier. Ja, ich kann das schon, ne? Ja. Nicht, dass Sie denken, ich erzähle irgendwas. Ich bin halt fest davon überzeugt, dass diese ganzen Parameter, die es halt so gibt, die unser Leben bestimmen, wenn Sie eine Wohnung suchen, worauf schauen Sie? Natürlich die Lage und dann gleich Quadratmeter, oder? Also es wird immer geguckt, wie viele Zimmer, wie viele Quadratmeter. Warum eigentlich? Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, wir suchen einen Lebenspartner, dann achten wir doch nicht auf Kilogramm, oder? Das ist doch nicht das allererste, Körpergröße und Kilogramm. Mir ist halt ein Entwurf gelungen, wo es tatsächlich möglich ist, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Büro und von mir aus auch eine Bühne zu haben, alles auf 21 Quadratmeter Wohnfläche. Ladies and Gentlemen, das ist der Berliner Hocker. So, darf ich jetzt mal diejenigen nach vorne rufen, die auch einen Berliner Hocker gebaut haben? Ich würde Ihnen gerne zeigen, was man mit diesem Berliner Hocker alles machen kann. Der sieht jetzt erstmal ganz schlicht aus. Ja, was ist daran so besonders? Vier Bretter, ein Brett irgendwie in der Mitte, aber irgendwie auch nicht so richtig in der Mitte. Sehen Sie das? Das ist Absicht. Kinder lieben das und setzen sich dann so rein. Ja, sie nutzen das wie so eine Art Sessel. Man kann dann auch einfach hier so einen Tisch dazu nehmen, Hausaufgaben machen oder zum Essen. So, bei Müttern ist dieses Möbel sehr beliebt. Wenn sie Neugeborene bekommen, dann können sie das Möbel auch schon verwenden und packen das so zusammen und haben dann eine Grippe. Also es ist wirklich ein Alleskönner. Und wie gesagt, wenn sie schnell sind, können sie die wirklich in 10 Minuten bauen. Und vor allem, wenn sie mehrere haben, dann können sie stapeln zu unendlichen Möglichkeiten. Also so wäre es zum Beispiel ein Regal. Und wenn sie zum Beispiel so stapeln, dann haben sie hier eine etwas geringere Tiefe. Ne? Und die haben sie auf beiden Seiten. Das heißt, sie können es zum Beispiel auch benutzen, um daraus ein Trennwandsystem zu machen. So. Oder als Sideboard. Ich will ja immer alle so kennenlernen, aber das geht ja gar nicht. Man kann ja nicht mit jedem immer Kontakt haben. Und dann lade ich halt hin und wieder ein zu einem Guerilla-Lounging. Das heißt, ich schreibe bei Facebook rein, so, hey, ich bin gerade in Salzburg, 16 Uhr, bringt eure Hocker mit oder was immer ihr auch schon gebaut habt. Und wir richten dann mal eine Bushaltestelle ein zu einem Wohnzimmer oder so. Das habe ich in Berlin schon mit ganz vielen U-Bahnhöfen gemacht. Und dann nehme ich oftmals diese Hocker mit und schauen Sie mal, jetzt ist es ein Bilderrahmen. Das ist genau das Format für ein A2-Plakat. Ich habe dann auch ein A2-Plakat gemacht, um auf diese Guerilla-Lounges aufmerksam zu machen. Man sieht darin einen Regenbogen und darüber steht Hartz IV. Ich nenne dieses Plakat Hartz IV-Regenbogen. Ist vergriffen mittlerweile. Was sind denn wirklich die Dinge wert, die wir brauchen im Leben? Und wenn Sie mal überlegen, wir arbeiten, um an Euro ranzukommen. Was machen wir dann mit dem Euro? Wir kaufen dann eine riesen Couch-Garnitur mit Kunstleder, italienisches Design. Und warum kaufen wir diese Couch-Garnitur mit italienischem Design? Weil wir sie brauchen? Nein, weil wir Anerkennung brauchen. Das heißt, wir gehen arbeiten, um uns eine riesengroße Couch-Garnitur zu kaufen, die wir nicht brauchen, um Anerkennung zu bekommen. Und diese Hartz-IV-Möbel, dieses selber bauen, ist ein Weg, ein paar Schritte zu überspringen. Man kann selber einfach mit demjenigen, den man mag, ein Möbel gemeinsam bauen. Dann hat man ein gemeinsames Erlebnis. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal was mit jemandem zusammen gebaut haben. Das schweißt wirklich zusammen. Also das kittet im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hartz-IV-Möbel sind ein Appell und ein Versuch, das System, wovon wir denken, dass es so perfekt war, von Angebot und Nachfrage und Euro als Maßstab, dass wir das nochmal weiterentwickeln oder überdenken. Denn vielleicht ist es nicht der Euro, nicht die 24 Euro oder die 10 Euro oder die 10 Minuten oder die 24 Stunden, die entscheidend sind, was Lebensqualität ausmacht, sondern vielleicht ist es das Geben und Nehmen, dass wir versuchen, mit den Dingen, die wir haben, etwas weiterzugeben und damit Werte zu schaffen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.